heute mal ein etwas anderes Intro. Wenn es euch gefallen hat, direkt Daumen nach oben, freue ich mich natürlich. Heute geht es aber um die Side-by-Side-Kabeltasche, die ihr im Video schon gesehen habt. Das Ganze kommt in dieser coolen Verpackung. Innen drin habt ihr bereits einige Beispiele, wie man die Kabel dort drin anordnen kann. Ich finde, das ist ganz cool gemacht, dass das direkt so mit Beispielen geliefert wird. Wir haben jetzt hier die Variante Shadow gesehen. Die Tasche gibt es in drei unterschiedlichen Farben, kommt für knapp 40 Euro bei Amazon. Ich verlinke euch das aber auch einfach in der Videobeschreibung her. Und wie ihr in dem Video gesehen habt, ihr kriegt unglaublich viel in diese kleine Tasche mit rein. Wir haben einmal diesen praktischen Tragegurt mit dran. Wir haben ein sehr flexibles Material. Das können wir hier gerade einmal kurz nochmal zeigen. Ich habe das im Video ja schon kurz versucht darzustellen, aber ich finde, das macht wirklich viel her. Ihr seht auch hier schon, dass das Material sehr dehnbar ist. Also ich habe jetzt hier ein paar größere Ladekabel, Netzstecker mit drin. Dadurch beult sich das Ganze ein bisschen aus, ist aber für die Tasche an sich kein Problem. Es gibt insgesamt zwei Reißverschlüsse. Die Reißverschlüsse sind innenliegend. Das heißt, auch hier habt ihr kein Problem mit Schmutz oder ähnlichen Dingen. Wenn wir das Ganze einmal öffnen, dann kommen direkt die unterschiedlichen Fächer zum Hervorschein. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, ganz viele unterschiedliche Kabel mit reingepackt. Ich nutze die Tasche jetzt hauptsächlich dafür, um einfach ganz viele unterschiedliche USB-Kabel an einem Ort zu haben. Ihr kennt es sicherlich auch, man sucht das USB-C-Kabel, man sucht das Micro-USB-Kabel, man sucht das Lightning-Kabel. Hier habe ich wirklich alles direkt in der Tasche mit drin. Ich habe hier auch noch mein Spezialkabel für meine Bose Quiet Comfort Kopfhörer, die ja wieder meinen, dass sie ein anderes Klinke-Kabel brauchen als jetzt andere Hersteller. Ich habe eine Powerbank mit drin. Also man hat wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten. Das ist jetzt eine Variante, wie man diese Tasche im Endeffekt bestücken kann. Was ich mir noch sehr gut vorstellen kann, dass man die Tasche einfach als Aufbewahrung für das Rode Wireless Go benutzt. Das Rode Wireless Go 2 kommt ja mit drei Bauteilen daher. Das heißt, das nimmt schon mal viel Platz weg. Es gibt mittlerweile unendlich viele Kabel, mit denen man das Gerät kombinieren kann. Es gibt Blitzschuhadapter, wo man noch ein Licht mit dabei hat, und so kann ich alles in eine Tasche reinpacken. Und wenn ich jetzt sage, ich brauche das Rode Wireless Go mit all seinen Zubehör, Windschutz etc., nehme ich mir einfach diese eine Tasche raus und kann direkt loslegen und muss nicht beim Shooting feststellen, oh verdammt, mir fehlt doch das eine Kabel. Das große Fach auf der anderen Seite, das geht nicht komplett auf, war natürlich wieder das Falsche. Also hier auf der Seite, das große Fach geht nur bis zu, ich würde sagen, ja, zur Hälfte circa auf. Dort habt ihr dann wirklich Platz, um diese langen Kabel und auch um zum Beispiel das Netzkabel, den Netzstecker vom MacBook oder irgendwelche anderen größeren Netzstecker zu verstauen. Ich finde, die Side-by-Side-Tasche ist eine sehr coole Alternative zu den doch eher preisintensiven Taschen, wie zum Beispiel von Bellroy oder von Peak Design. Die Peak Design-Tasche kennen sicherlich die meisten von euch, die habe ich schon mal bei mir auf dem Channel vorgestellt. Ich würde sie niemals missen wollen, weil sie einfach extrem viele Unterteilungsfächer hat. Das Material ist total geil. Ich habe davon auch noch den Wäschebeutel. Also ich bin so einer, ich brauche das dann immer einfach einheitlich und dass es schön aussieht. Aber wie gesagt, als Alternative und vor allem Preis-Leistungssieger ist auf jeden Fall Side-by-Side hier ganz weit vorne mit dabei. Wenn ihr noch mehr Fragen zu den Kabeltaschen, Cable Organizing Pouches oder wie auch immer sie dann letztendlich heißen sollen, habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich, wenn ich euch da eure Fragen beantworten kann. Lasst dem Video ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao!